Auf dieser CD, da erzählen wir eigentlich die Geschichte und Entwicklung der Trompeteninstrumente. Wir fangen an mit der Naturtrompete. Also wir haben eine unglaubliche Palette von historischen Instrumenten, von supermodernen Instrumenten. Und diese Entwicklung, die geht immer noch weiter. Und für mich ist es faszinierend, mich damit zu befassen und auch dem Publikum diese Klangvielfalt zu präsentieren. Auf der Klappentrompete einerseits die Obertonreihe, wie sie auf jedem Blechblasinstrument zu spielen ist, und haben dann durch die Töne, die man mit der Klappe spielt, sehr unterschiedliche Klangfarben. Heutzutage sucht man die historischen Instrumente eben gerade, weil sie so vielfarbig sind und man das auf diesen modernen Instrumenten gar nicht abbilden kann. Ich liebe Barockmusik, ich liebe Jazz, ich liebe es im Ensemble zu spielen, ich liebe die Oper. Für mich ist das immer wieder etwas ganz Außergewöhnliches, neue Farben zu entdecken und neue Musik auch zu lernen. Wenn man etwas Neues sucht, dann muss man sehr genau darauf achten, wie ist der Tonumfang, welche Vorteile bietet mein Instrument. Wenn solche Details ein Komponist wie Wolf Kerschek hört und sich damit beschäftigt, wie ich übe, wie ich mich einspiele, welche Instrumente ich zur Verfügung habe, dann kommen Kompositionen dabei raus, die vorher eben so noch nicht existiert haben. Und wenn man also die Vorteile der Instrumente kennt, kann man das bei bestimmter Musik fantastisch nutzen und auch einsetzen. Und das haben wir bei dieser CD eben auch versucht. Beispielsweise die Pavane von Ravel, original für Klavier. Wenn man jetzt also diese wunderbare Melodie versucht zu charakterisieren, dann ist die Wahl auf mein Discanthorn gar nicht schwer gefallen. Und dann zu wechseln auf die Piccolo-Trompete, um das Thema eine Oktave höher in einer ganz anderen Brillanz zu spielen, das macht Spaß, weil man das Gefühl bekommt, man trifft die Idee dieser Komposition. Es soll so sein, dass man bestenfalls das Original nicht vermisst.